Für die folgende ergibt sich, du gehst verdreht rückwärts nach hinten. Ich starte jetzt mit dem rechten Bein. Rechts, links, rechts. Jetzt, wenn ich mit dem rechten Bein hinten stehe, ziehe ich das linke heran, wechsle das Gewicht und gehe mit dem hinteren Bein weiter. Ich kann auch mit links losgehen. Links, rechts, links, rechts, Kreuz, Gewicht wechseln. Wichtig ist zu erkennen, dass du das Kreuz immer dann machen kannst, wenn dein rechtes Bein hinten ist. Und dann kannst du das linke heranziehen. Rechts ist hinten, links heranziehen. Und während du das machst, musst du die Dissoziation, diese Verdrehung des Oberkörpers aufgeben, dass du wieder parallel stehst. Ja? Das ist dieser Moment. Zack, jetzt stehe ich wieder parallel. Und mit dem hinteren weiter.